Carlos Berneker, man trifft auf der Tabelle Letzte, Lausanne, aber es wird nicht einfach, oder? Keine Mannschaft ist einfach, gerade jetzt gegen Lausanne, wo den Trainer gewechselt haben. Ich nehme an, das wird eine Befreiung für das ganze Verein noch geben. Und als Appell, das ist die letzte Chance jetzt, um den Anschluss nicht zu verpassen. Auf das müssen wir sicher vorbereitet sein. Was der Trainerwechsel bringt, hat man bei Ihnen eindrücklich gesehen beim FC Luzern. Erwartet Sie ein gleiches Phänomen, eine Mannschaft, die sich aufbaut, die kämpfen wird, weil am Schlussendlich geht es um einen Abstieg für Lausanne? Ja, und es sind immer unterschiedliche Momente, unterschiedliches Umfeld, auch unterschiedliches Kader. Und dass der Trainer, der die Mannschaft hat, Interim genommen hat, nur Kurs kann noch bleiben, vielleicht spielt auch eine Rolle. Und das ist etwas, wo man kann nicht im Voraus sagen. Sicher hat er eine gute Woche gehabt seit und seine Idee noch vermitteln können. Und letztendlich werden die Spieler in der Verantwortung jetzt genommen und auf das müssen wir sicher vorbereitet sein. Einerseits ist man auf Platz 3, das ist für den FC Luzern sicher ein starker Zwischenstand. Andererseits haben sie viele Verletzte zu beklagen. Wie sieht das aus mit den Spielern, die langsam retour kommen? Gigax, ein Tiesa und ein Saar, können Sie uns da dazu etwas sagen? Ja, die sind in Aufbautraining, die machen sehr gute Fortschritte, aber es wird mehrere Wochen noch dauern, bis man alle Spieler zu 100% Einsatz können noch bringen. Wenn man es positiv sieht, mit diesen Verletzten kommen andere Spieler Gelegenheit über den Ferit Matri, der eine sehr solide Leistung gezeigt hat gegen die Young Boys. Also das kann auch eine Chance sein für einen Mitbewerber, oder? Ja, natürlich. Das ist der Absicht, warum man ein Kader so vor der Saisonbeginn zusammenstellt, dass man in der Lage ist, wann solche Situationen kommen, die wir nicht wollen haben, die Spieler in der Lage sind, ständig auf diesen Moment sich vorbereiten, wann die nicht Stammspieler sind. Es gibt solche Phasen in einer Meisterschaft, wo man muss sich vorbereitet auf diesen Moment und parat sein, um die Leistung abprüfen können, der letztendlich die Mannschaft noch hilft. Sie haben gesagt, dass Sie den Ausfall von Alain Weiss mit dem Xavier Hochstrasser ersetzen. Haben Sie noch weitere Änderungen in Planung? Nein, nach der gesperrten Pause, die Florian Stahl gehabt hat, wird er wieder zurückkommen. Und diese zwei Positionen sind klar. Was andere Positionen anbelangt, werde ich heute und morgen genau studieren. Wir sind überzeugt, dass wir auch am Wochenende noch dritt werden sein, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Danke vielmals und viel Glück in der Romandie. Danke, merci. Es ist wieder All Hallows Eve beim FCL. Die ein bisschen andere Nacht vor aller Heiligen in der Swisspor Arena. Im Preis sind alle Getränke und Verpflegung plus viele weitere Highlights wie Kudis Nachtstadionführung oder die grosse FCL-Raritätenverlosung inbegriffen. Erlebe am 31. Oktober ab der Nacht und am Abend die FCL Stars einmal anders. Jetzt den Vorverkauf benutzen auf fcl.ch.